So. Kommt man da kennen? Oh, ich hoffe doch. LKW oder vom Radlader. Ich denke mit dem LKW, aber ich sehe nichts außen. Ne? Kann eigentlich nicht sein. Ich vermute, ich bin an einer Straßenlampe hängen geblieben. Deshalb auch das weiße Plastik. Nur so eine Vermutung. Ob es wirklich so ist, sehe ich jetzt gleich, wann ich vorfahre. So, ich habe schon zusammengeschoben wieder.
Das Dreh ist hier. Ich würde gerne mal da hochfahren. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich über die Kuppe komme. Aber das hier ist ein relativ fester Boden. Da drüber gefahren bin eben, man sieht zwar Spuren, aber die sind nur quasi oben drauf, also das sieht auch sehr gut aus hier. Bin quasi schon wieder auf der Straße hin. Nur hier vorne das erste Stück, wo ich jetzt gerade fahre. Ein bisschen weicher zu sein. So, dann gucken wir mal aus. Ich mach mal an. So, gucken wir mal, ob wir was getroffen haben oder nicht. Eigentlich sind die Lampen, die sind so hoch, ne? Ich kann da eigentlich nichts getroffen haben. Hat irgendwas anderes, dass da irgendwas anderes hing. Das lag einfach nur ein weißes Stück Plastik auf der Straße. Kann natürlich auch sein. Weil ich habe das auf der linken Seite mit meinen Zwillingsreifen. Da hat es auf einmal gekracht und es ist ein weißes Plastik rausgeflogen. Vielleicht war das einfach nur ein Stück Holz. Pappdächer, keine Ahnung. Also das Auto hat mal keine Schrammen, das ist das, was mich am meisten freut. Das Auto nicht getroffen habe. Lampen, die sind so hoch, ja, das kann eigentlich nicht sein. Ich denke, das Plastik war von hier, von der Möbel. Auto hat keinen Striemen. Der Hänger hat keinen Striemen. Strommasten lassen wir jetzt auch noch stehen. Gucken. So, hier in etwa war das, wo der LKW quasi gestockt hat, aber hier ist nichts. Ne? Die Lampe ist definitiv zu hoch, da komme ich gar nicht dran. Weiß nicht, was es war. Meine Vermutung ist ja, dass er einen Gang während dem Ziehen halt quasi, während dem Fahren, einen Gang runtergeschaltet hat. So hat sich's angefühlt, es hat sich saublöd angehört. So. Da ist hier wieder Laber und Laber. Jetzt rüber nach Sembach, lade den LH
Frage. Fahr über den Hof. Muss noch ein. Ich glaube, so ein Kicker über den Hügel soll ich noch laden. Keine Ahnung.
und bin kurz vor, oder bin in Mutterstadt. Da haben wir damals, dürfte gutes Jahr dürfte das her sein, haben wir hier den KMC reingeschafft und den 946. Da, wo mir der Schlauch hinter der Kabine geplatzt war, abends um. Eigentlich schon zur Feierabendzeit. Da muss ich jetzt wieder rein. Gucke ich, dass ich da vorne, wo das Fahrzeug etwa fährt, mir gerade entgegenkommt, dass ich da rückwärts links in die Straße komme. Sollte normalerweise passen. Müssen wir halt mal gucken. Wenn wir hier stehen bleiben, weiß nicht. Wir erst mal angucken, wie es hier drin aussieht. Wenn es gar nicht geht, wenn da Fahrzeuge parken, aber hier ist immer noch. Ach, Scheiße, hier stehen Fahrzeuge. Komm da, ich muss rückwärts rennen. Ich muss rückwärts rennen. Danke. Ich muss rückwärts hier rein. Da rein. Moment. Ich brauche jetzt mal kurz meine Hände. Danke. LKW, ne? An die Baustelle. Weil hier vorne habe ich wenig bis gar keinen Platz. Ich musste die ganze Zeit warten, da stand Fahrzeug, das gerade Heizöl angeliefert hatte. Oh, dass der jetzt weg ist. Fahre ich da hin, dann laufe ich die paar Meter wieder vor. So.
schöne Arche ist. Immer noch gar nichts gebaut, okay. Hätte ich erkennen, obwohl, nee, hätte ich. Mein Gedanke war eben, dass ich hier reinfahre, aber ich komme ja gar nicht durch. Alles gut. Ach, jedes Haus reißen wir weg, oder was? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich reißen wir das Haus hier weg, ja. So, stelle ich die Bagger hin. Wir knallen. Lass jetzt erstmal das Auto stehen. Lauf zurück und hol die Bagger. Ich hoffe, man kann was erkennen. So. Ich hoffe, man kann was erkennen. Sind alle auf der linken Seite von mir, ne? So, den ich halt rückwärts runterfahren. Muss ich nicht lang schwenken. Reicht, dass ich nicht aufsitze vorne. Sorry, wenn ich gerade meine Fleischmütze voll ins Bild hielt. Reicht, ja. Scheint so, ja. Ich bleibe zwar kurz, aber ich bin schon unten. Gott sei Dank. Ich
Ich kann nicht ich mit dem Schrein fahren. Keine Ahnung, ich bin dabei, oder? Ich kann nicht mehr. Ich bin schon weg. So. Ich hab die falsche Lösung. Geht gleich los. So, Straße wieder rausgefahren. Soll mal Richtung Heimat kommen. Weißt du, was da ist heute? Hier mal mein Ortgerät zeigt da komische Zeichen an. Ja, alles gut. Da hindert es. Weiß jemand, was das heißt? Ich hab keine Ahnung. Mal ein Bild schießen von der Werkstatt. Mal eine Werkstatt schicken. Ich mache jetzt. Muss meine Tacho mal auslesen. Machen wir damit. Bei mir musste es noch über den USB-Stick gemacht werden. So ziemlich alle anderen Fahrzeuge geht das automatisch. Aber bei mir halt irgendwie. Habe halt ein spezielles Fahrzeug. Keine Ahnung. Meine Fahrräder raus, steckt die Unternehmerkarte. Unternehmen angemeldet. Jetzt mache ich neben diese kleine Klappe, machen wir auf. Die Rundung ist unten, da geht dann normal automatisch an. Und dann steht hier irgendwas VDO, blinkt grün und er liest jetzt automatisch aus. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Irgendwann piepst er und dann ist er fertig. Ich habe gerade Zeit, deshalb mache ich das mal. Steht auch irgendwas drauf, man sieht auch hier an dem Strich, der sich halt dreht, ich weiß nicht was das ist, Punktstrich. Und hinter dran, das soll so ein USB-Stick sein, nehme ich mal an. Jetzt werden meine ganzen Vergehen werden jetzt ausgelesen. Ich habe keine Vergehen. Licht aus. Kann schon noch um Stunde handeln. Bis gleich. Wunderschönen guten Morgen. Na, der zeigt Wartung an, okay. Gummiketten.
In Bagger fahren wir heute morgen raus nach Mannheim. So, stehen wir gerade halbwegs hier. Ein Problem haben wir noch weg, und zwar der Arm. Mein Tiefbett steht drin in der Halle. Da muss er noch drehen, genau. Und wir haben bestes Wetter. Für den Freitag ideal, oder? Auto noch mal richtig schön dreckig wird beim Laden, wenn du die Bagger aus dem Dreck holst. Macht das richtig schön, sieht das mal aus. Mach mal der Hase rein hier. Nur noch die Bagger drehen. Schild muss ich den Maschinenwagen zeigen, alter Schwede, ey. Was ich habe. Sehen. Bisschen Problem bei dem Bagger ist, dass du halt die Ketten nicht richtig siehst vorne. Wieder runter, machen wir hier mit dem dicken Daumen das nach oben und dann geht's Schild runter. Oh, war zu viel. So wird das Ganze passen. Also, Abend können wir auch gleich, wobei hinlegen brauche ich den noch nicht richtig. Ich ja gleich noch mal. So.
dran und dann fahren wir rüber in den Hof. Löffel. Das Wetter wird nicht besser. Jetzt an meiner Abfahrt. Ich habe immer noch keinen Plan, wo der Bagger genau hinkommt. Ich weiß die Ecke, da haben wir sehr viele Baugruppen gemacht. Hier Bagger hergefahren und wieder geholt. Der hat auch bestimmt, ich weiß gar nicht, war ich dieses Jahr schon mal hier? Doch, dieses Jahr war ich schon mal hier, stimmt. Aber jetzt schon bestimmt ein Vierteljahr nicht mehr. Also geradeaus kann ich schon mal nicht fahren, so wie es aussieht. Also muss ich rechts hoch. Oder kann ich hier hinfahren? Ne, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Also schauen wir mal. Kann man wohl nur rausfahren. Yeah.
Ruhrgebiet und dann wird alles so, ich weiß gar nicht, ob ich hier rechts was umgeräumt habe, weil die Autos fahren. Also scheinbar nicht. An der Seite stehen kann. Denke ich hier, das sollte passen. Auch mal schnell davor. Und da vorne steht ein gelber Bagger. Da ist eine Einfahrt, da wird auch noch eine Baugrube gemacht, aber sind.
Albus de Bodstein. Hier ist aber ein Verkehr, man könnte meinen, hier wäre, und das ist hier nur eine Ringstraße, die geht hier nur einmal ums Eck herum. Hier rechts ums Eck rum. Jetzt laufen die Scheiben an, das ist Wahnsinn, oder?
hat neue Anweisungen bekommen. Hallo, das ist Unne, Kollege. Nächste Baustelle wird auch ein bisschen auf dem Feld und vor in der Brücke muss ich dann den Bagger abladen bei Worms. Aber jetzt fahre ich erst hoch nach Sembach und lade den. Ist hier ein LKW durchgefahren? Ich hoffe nicht. Oder soll ich hier gleich drehen? Alter. Mit Rohren, ja, dann wird bestimmt au. Ich drehe gleich. Bin so frei. Über den rechten Außenspiegel. Nicht ungern, aber. Die Raube. So fahren wir zuerst die Raube. Die stehen ohne bei unserem Platz. Setze ich da auf, wenn ich da umziehe. Ich habe meine Baustelle gefunden. Ich darf halt nur nicht über die Brücke fahren. Ich soll die Maschine davor abladen, soll die neben an die Seite stellen. Und die würden dann quasi per Achse, also auf der Kette, würden Reifen legen und würden dann die Maschine auf der Reife drüber fahren. Und die Brücke hätte wohl nur 30 Tonnen Tragkraft. Wenn man das davor weiß, ja, und wenn man legt Eisenträger, Eisenplatten drüber und dann. Aber gut. So. Ich muss mal kurz mein Handy einschalten. Ich muss hier vorne gleich wieder rechts, ne? Hier gleich wieder rechts und dann gleich wieder rechts. Hier den Weg werde ich hinten rausfahren müssen. Mal den komme ich nicht.
kurz rum so. Das kann nicht euer Ernst sein. Und der Verein. Nee, okay. Ist nur noch ein zweiter. Sorry. Die Kamera läuft. Das, was ich meine, gut, da vorne ist jetzt Schotter, sollte passen. Das geht, okay, alles gut. Hier fahre ich dann auch später den Bagger noch mal her. Weiß ich nicht, hätte ich könnte hier schon abladen. Auf die Kette vorfahren. Hier ist die. Ah ne, doch nicht. Ich dachte, hier wäre die Zufahrt zur Deponie. Doch nicht. So, jetzt bin ich hier. Und ich muss an. Weiterfahren. Rein. Gute ist, das hier ist ein Betonweg. Da kann ich auch mit der Kette fahren. Kommt vorbei, ja. Aber ich kann doch hier nicht mit meinem LKW reinfahren. Das ist der Weg. Genau das ist der Weg. So, wie kann ich da fahren? Ich werde hier rückwärts reinfahren. Vorwärts da runter, wie soll ich das machen sonst?
Ich von der Oberrunde. Ich will ja nicht über irgendwelche Felder flügen, ja. Ab. Ich drin, ne? Da unten geht, glaube ich, noch ein Weg rechts rein. Bis da fahre ich hin. Dann lade ich ab und fahre die Raupe der Achse vor. Betonweg. Man wird Spuren sehen, aber bin ich hier überhaupt richtig? Da vorne war der Strommast. Ne? Erstmal hinlaufen und gucken, ob ich da wirklich richtig bin. Komme ich eh nicht. Ich lade hier ab und fertig. Dann stelle ich es auch dorthin. Da vorne dran soll ich die Maschine stellen, vor die Brücke. Die würden dann der Rest mit Reifen. Ja, wobei das hier alles Betonweg ist, ne? Weiß nicht, also hier ist ein Rückhaltebecken oder sowas. Ich nehme an, das wird hier dann auch gebaut. Hier rein, da sind überall die Pfähle gesteckt. Da muss der Kram hin. Da sind Pfähle, da sind gelbe Pfähle da oben. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Drei Stück, der ganze Oberboden, das geht bis ganz ins Eck dahin.
bin ja oben in Sembach, ich stehe schon eine Stunde hier. Die Bagger ist noch nicht fertig. Ich werde den nach heute dann nicht mehr wegfahren. Ich werde den, gehe davon aus, ich mache das morgen früh. Ich lade den jetzt noch, nehme den mit nach Hause und morgen früh fahre ich ihn weg. Muss ich auch, muss morgen früh sowieso in die Firma, muss. Ja, ich warte auch noch auf den. So, den 39 noch geladen. Mit dem Bauleiter telefoniert von der Baustelle dort. Also ich muss den Bagger nicht unbedingt morgen früh fahren. Dann mache ich das auch nicht. Ich das jetzt, nehme ich den mit nach Hause, es ist gleich 4 Uhr. Ja, und dann fahren wir den am Montagmorgen weg. Sorry, ich muss gerade blinken. Nur noch absatteln. Morgen kriege ich meine Achsenwartung gemacht, endlich. Lange genug gedauert. Passt. Jetzt machen wir Schluss. Da war doch eben ein Auto, der kommt hier nicht. Der kommt hier nicht, der kommt hier nicht, dann kommt keiner. Dann komm ich. Nach links muss er noch. So, jetzt bin ich wieder da. Also machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es war eine schöne Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ein Like oder ein Abo, da würde ich mich sehr freuen. Noch zu sagen, eigentlich nichts mehr. Eigentlich nichts mehr. Ich bin durch. Ich bin durch, ja. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Haut rein. Bis dann. Tschüss.